beginnt damit, dass ein Junge über einen Jahrmarkt geht und sich dann eine Ausstellung ansieht und irgendwie beschleicht mich an der Stelle schon das Gefühl, dass die ausgestopften Tiere das lebendigste und dynamischste sein werden, das wir die nächsten 2,5 Stunden sehen. Er landet dann bei einem Indianer, der so offensichtlich aussieht wie ein gealterter Johnny Depp, dass ich mir nur denken kann, beweg dich, fang an zu sprechen und beweg dich. Komm, wir haben nicht so viel Zeit. Natürlich, nachdem uns der Film dann eine gefühlte Ewigkeit auf die Folter gespannt hat, bewegt sich Johnny Depp tatsächlich und beginnt quasi zu sprechen, was ich mich nur ein kleines bisschen wundere. Ich meine, es gibt Leute, die verdienen ihr Geld damit, dass sie sich einen ganzen Tag lang nicht bewegen und irgendwo in der Fußgängerzone ruhig stehen bleiben. Größten Respekt an die Leute. Aber so wie Johnny Depp in der Szene ausschaut, kann der irgendwie gar nicht mehr stehen. Und was mich irgendwie am meisten stört, ist, sobald er sich bewegt hat, der Junge zückt sofort seinen Spielzeugrevolver, ballert das ganze Magazin leer, wo ich mir denke, was ist da in der Erziehung schiefgelaufen, wenn ein 8-Jähriger als allererste Reaktion, wenn er irgendwo erschrickt, sofort zu einem Waffengürtel greift. Ja, es ist nur ein Spielzeugteil drinnen, aber irgendwie braucht das schon so eine Art kranke Fantasie zu denken, dass man sich mit dem Teil jetzt irgendwie verteidigen kann. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist Johnny Depp Toronto. Und diese Maske, die der Junior aufhat, erinnert ihn ein kleines bisschen an diesen Lone Ranger. Und deswegen, weil der mit ihm gemeinsam eine Geschichte erzählt hat, beginnt Johnny Depp jetzt einfach ihm davon zu berichten. Der Film springt zurück zum Bau der Eisenbahn, ungefähr 64 Jahre früher. Was bedeutet, wenn Pronto während der vorigen Szene schon erwachsen war, ist er im Museum ungefähr 90? Wer stellt sich mit dem Alter freiwillig in ein Museum? Oder ist das Ganze so wie Abe Vigoda in Good Burger, den man wahrscheinlich einfach hingestellt, ihm ein Mützchen aufgesetzt und gemeint hat, ja du, wir holen dich gleich wieder jetzt. Jetzt lasse mal den lieben Onkel da kurz Action sagen und wir sind gleich wieder da bei dir, gell? Pfiung. Ich weiß es nicht, jedenfalls, so wie Toronto in der Szene aussieht, würde man aus der Ledercouch, die man aus seiner Haut macht, ganz ehrlich nicht einmal Ed Gein freiwillig unterbringen können. Der Alternativtitel irgendwie von Lone Ranger könnte scheinbar auch lauten, der Film mit den komischen Seniorenbeschäftigungen. Weil sobald wir jetzt gelandet sind in dieser Eisenbahnbauzeit, sehen wir einen Kerl am Bahnhof, der dort den Morseapparat bedient und ungefähr 70 ist. Ich meine, wenn der mit seiner etwas zittrigen Hand an dieses Teil geht, könnte es sein, dass damit die Kommunikation erschwert wird. Stellt euch vor, der schickt irgendwie einen Brief dann aus, Zug um 13.50 Uhr. Deine Mutter, du Opfer. Weil er einfach seine Hand nicht unter Kontrolle hat. Das kann Bürgerkriege auslösen. Ich weiß es nicht. Eine Frau ist in der nächsten Szene auf einem Markt unterwegs, findet dann einen Schal, der ihr irgendwie gefällt und bekommt ihn vom Geschäft geschenkt. Irgendwie glaube ich, dass man so nicht wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Das ist in etwa so, wie wenn wir jetzt die Einnahmen-Ausgabenrechnung vom Weihnachtsmann nachkalkulieren. Johnny Depp sitzt dann in der nächsten Szene mit einem Kerl, der aussieht, als wäre er vom Set von The Hills Have Eyes geflohen, in einem Zug, in einer Art Gefangenentransporter. Einer der beiden Wachen, die sie dort bewachen quasi, pinkelt in einem Kübel und ich würde an der Stelle gerne wissen, wie viel von den 215 Millionen Dollar Budget des Films mit der Szene sprichwörtlich in den Wind gepisst wurde. Lassen wir das, es kommt eigentlich eine relativ coole Szene, wo zuerst Jürgen von der Lippe befreit wird, dann Johnny Depp bedroht, dann MC Hammer reinkommt, den bedroht, Depp nimmt dann Jürgen die Waffe ab, Hammer nimmt dann Depp die Waffe ab, stellt sich quasi in den Zug und meint, wir leben in der Zukunft. Stoppt uns, wenn ihr könnt, keine Ahnung. Meint, nein, in der Zukunft, in der wir jetzt sind, vor über 100 Jahren. Es macht nicht mehr Sinn, wenn ich länger darüber nachdenke. Lassen wir das. Er meint auf jeden Fall, in der Zeit, wo wir jetzt leben, brauchen wir keine Waffen mehr. Und eine meiner Lieblingseinstellungen aus dem Zug, aus dem Film ist genau, wie er das gesagt hat, geht die Tür hinter ihm beim Zug auf und ungefähr 10 Waffen schauen direkt auf ihn. Was relativ cool ist, danach sind dann natürlich Johnny Depp und Armie Hammer gemeinsam gefangen. Und Depp kann natürlich beide befreien, sie kommen dann irgendwie auf ein Zugdach und können natürlich trotz ihrer Handschellen durch glücklich platzierte Haken und so weiter sich befreien, einige Gegner besiegen, durch ein Zugfenster schmeißen, obwohl da natürlich die Physik ganz dezent etwas dagegen hätte und ich doch mir überlegen müsste, ob ihnen die Arme 8 oder 9 Mal abgerissen worden wären. Trotzdem
bleibe ich dabei. Es ist nicht die dämlichste Zugdachszene, die ich dieses Jahr bis jetzt gesehen habe. Der Zug donnert quasi durch die Stationen und quasi so weit, wie die Strecke halt gar noch nicht gebaut wurde. Es kommt zu einem Unfall, Hammer und Depp fallen vom Zug, werden dabei natürlich nicht verletzt. Zuerst donnert dann noch ein Metallstück direkt zwischen die beiden in den Boden, dann kommt der ganze Zug angerollt, kommt natürlich auch genau vor ihnen zu stehen. Was für ein herrliches Triple Feature in Sachen unvorstellbare Zufälle. Das ist wirklich ganz, ganz schlimm peinlich. Naja, MC Hammer ist allerdings dann doch davon überzeugt, dass Johnny Depp möglicherweise zu Recht inhaftiert war, sperrt ihn quasi ins Gefängnis. Die Frau, die vorher den Schal bekommen hat, sieht MC Hammer, meint zu ihm, was ist mit deinem Gesicht? Ja, ich weiß, es ist schlimm, aber es ist halt leider angeboren. Ach so, sie meint die Schramme. Entschuldigung, das ist, habe ich nicht ganz verstanden, aber auf jeden Fall in einer Szene, die so ein kleines bisschen mich erinnert an das Ende von der Schuh des Manitou, verarztet sie ihn, nennen wir sie in Zukunft einfach Marie Bäumer. In der nächsten Szene erfährt dann MC Hammer von John Locks neuem Regierungsgesetz, solange das nicht irgendwie involviert, dass man alle 108 Minuten auf einen Knopf drücken muss, bin ich ja schon happy. Hammer wird zum Deputy befördert und reitet dann mit den anderen Cops mit, kauft sich dafür noch extra den größten, weißesten Hut, den er finden kann. Danke, weil sonst hätte ich irgendwie gar nicht mitbekommen, dass du der Good Guy in dem Film sein sollst. Die Cops reiten weiter in irgendein Valley, wo quasi Death Valley, egal wo es ist, draufstehen könnte. Wir denken uns natürlich schon lang, it's a trap. Sogar die Cops unterhalten sich darüber, dass das möglicherweise eine Falle ist. Und 5 Minuten später tauchen dann tatsächlich überraschenderweise Jürgens Soldaten auf und überfallen die ganze Partie. Die meisten Cops sterben und obwohl natürlich die Kugeln aus allen Richtungen fliegen, kann MC Hammer einfach aufstehen und wird nicht getötet, dafür dann am Ende der Szene trotzdem irgendwie angeschossen. Gut. Wir brauchen natürlich irgendwie eine Szene, wo er sich noch vom eigentlichen Sheriff irgendwie verabschiedet. Nein, du darfst nicht sterben! Habt ihr übrigens verstanden, dass diese Szene eigentlich nur dazu da sein soll, um zu zeigen, dass ich jetzt dann nachher der Sheriff bin, wenn ich vorher quasi zu seinem Handlanger befördert wurde und jetzt stirbt er so unbeeindruckenderweise vor mir. Ich weiß es nicht. Irgendwie finde ich es dann doch etwas tragisch, muss ich fast sagen, dass die Szene, wo Lippi den bisherigen Sheriff tötet, brutaler ist als die Anfangsszene von Cyborg mit Jean-Claude Van Damme, wo Fender diesen einen Flüchtenden tötet nach dem MPAA-Cut. Am Ende der Szene sind natürlich außer MC Hammer alle tot, aber nachdem wir das jetzt vielleicht mittlerweile schon vergessen haben, zeigt uns der Film noch in einer kurzen 30-Sekunden-Sequenz alle Leichen, weil sonst kämen wir ja unmöglich auf 2,5 Stunden Laufzeit. MC Hammer allerdings lebt noch, das merkt er noch pronto, als er die Leichen eingraben möchte. Aber muss zugeben, es gibt einen relativ coolen Moment, wo quasi Pronto die Leichen eingraben möchte und MC Hammer plötzlich nach ihm greift und Pronto nimmt einen Stein, haut ihm den auf den Schädel und geht dann quasi ganz unschuldig weg, gerade dass er nicht sagt, ich hab nichts gesehen. Und dann zum Schluss natürlich schleift er Hammer noch hinter sich her wie Django seinen Sarg. Für alle übrigens, denen die Pippi-Szene vorher nicht schon genug Lachmuskel-Workout war, bereitet der Film jetzt noch eine andere großartige Szene vor, wo Tontos Pferd ein paar Äpfel absetzt und natürlich wird Hammer wenige Sekunden später durch die warmen Knödel gezerrt. Ah, das ist nicht lustig. Vor allem, wenn ich dann irgendwie daran denke, dass es im weiteren Verlauf des Films keine einzige Szene gibt, wo wir sehen, wie sich MC Hammer umzieht, was ich mir dann einfach nur denken kann, wie angenehm der riechen muss gegen Ende des Films. MC Hammer wacht dann auf irgendeiner Aussichtsplattform wieder auf, die war gebaut auf dem allerhöchsten Berg in dieser Gegend. Wieso man dort noch eine Aussichtsplattform bauen muss, ist natürlich eine andere Frage, keine Ahnung. Vielleicht hat es Jaden Smith angeordnet, weil er dort oben endlich Empfang für sein intergalaktisches Hilfedrücker-Ding sie gekriegt hat. Keine Ahnung, MC Hammer kehrt dann irgendwie zurück, bekommt von Johnny Depp eine Handvoll Sand geschenkt, wo ich wirklich herzlich Danke sagen werde an seiner Stelle, ich weiß es nicht, aber wir sehen dann, haben jetzt schon wiederholt gesehen, so ein weißes Spirit Horse von MC Hammer, was ihm quasi seinen Weg zeigen soll. Und Johnny Depp hat jetzt einige Zeit mit diesem Spirit Horse gequatscht und meint dann quasi, ja, er ist sich noch nicht ganz sicher, ob dieses Pferd blöd ist oder nur so tut, weil das Pferd hat ihm erzählt, dass MC Hammer im Kampf nicht getötet werden kann, also ist wahrscheinlich das Pferd blöd. Sagt derjenige, der scheinbar jetzt ein paar Stunden mit einem Pferd gesprochen hat,
Ganz ehrlich, wer hat das Drehbuch von dem Film geschrieben, Mr. Ed? Ich weiß es nicht. Während auf jeden Fall einem weiteren Dialog, wo ich mich frage, ob Johnny Depp mit indianischem oder russischem Akzent spricht, kommen dann beide irgendwie drauf, haha, der Film geht nicht weiter, solange wir nicht zusammenarbeiten. Also, wollen wir zusammenarbeiten? Dann frage ich mich noch dazu, wieso Depp Hammer immer als Kimono Wasabi bezeichnet. Ich verstehe es nicht ganz. Naja, Johnny Depp gibt Armie Hammer dann sein kleines Stück Leder, weil er meint, ach, die Leute, die uns verfolgen, glauben, dass du tot bist und deswegen ist es besser, wenn die das weiterhin glauben. Genau, deswegen nimm diesen Fetzen Leder, der ungefähr 10% deines Gesichts wirklich perfekt verdeckt. Da kann dich gar niemand erkennen. Nein, ganz ehrlich, ich find's fast schon lächerlich in den nächsten Szenen, wo tatsächlich jeder zu Armie Hammer hingeht und sagt, wer bist du? Was ist das für eine Maske? Warum hast du eine Maske auf und warum liegt da Stroh? Ach ja, es ist ein Western, es liegt in jeder Szene Stroh. Sie landen dann bei Helena Bonham Carter in einem Lokal, dort wo auch relativ viel Stroh herumliegt. Dann, nach langem Hin und Her quasi, kommt sie dann drauf, hinter wem die beiden eigentlich her sind, kooperiert mit ihnen, bringt sie in den privaten Bereich, dort schaut sich Armie Hammer irgendeinen Stein an und Johnny Depp meint, do not touch Rock, Rock is cursed. Wieso, was ist so schlecht an dem Kultfilm von Michael Bay? Vielleicht sollte ich den nochmal reviewen. Naja, es kommt ein wütender Mob aus sicher nachvollziehbaren Gründen bei Bonham Carters Haus an und gerade als MC Hammer ihr Kätzchen zurückbringen möchte, sieht er sie, lässt quasi das Kätzchen fallen, flüchtet der Mob ihm nach und ganz ehrlich, wehe, mir steckt irgendwer auf diese Katze drauf. Hammers Love Interest und ihr Sohn befinden sich übrigens auf einer Farm. Wir können den beiden an der Stelle nur wünschen, dass nicht der Wesley Snipes irgendwann einmal bald vorbeikommt. So müssen sie jetzt auf jeden Fall am Anfang einmal alleine gegen irgendeine einreitende Armee kämpfen, bis dann halt Hammer und Depp einschreiten. Und ich find's an der Stelle übrigens wahnsinnig spannend, wie perfekt diese Ledermaske auf Armie Hammers Gesicht passt. Fast so, als wäre sie direkt für ihn entworfen werden. Und soll er damit so eine Art Green Hornet des Westens sein? Ich weiß es nicht. Jedenfalls stellt sich Armie Hammer mit dieser Maske der lächerlichsten Killertruppe aller Zeiten entgegen. Hat auch bei seinen Bemühungen wesentlich weniger Erfolg als Christoph Waltz. Aber ganz ehrlich, wenn sogar die Typen sich nachher fragen, was er mit dieser Maske bezwecken will, dann ist das Ganze wirklich ein Epic Fail. MC Hammer feuert einen Warnschuss ab, der für mich so eine Art Mischung aus Gunner in The Expendables und The Collector ist. Na ganz ehrlich, das Teil prallt ungefähr 90 Mal ab, bis es dann genau das Ziel trifft, was man eigentlich treffen hätte sollen. Das sagt sogar Rango, dass das ein Glückstreffer war. Danach zumindest gibt es einen coolen Dialog zwischen MC Hammer und Johnny Depp und Jürgen von der Lippe erfahrt in der nächsten Szene, was eigentlich bei der ganzen Farm passiert ist. Allerdings hat er mittlerweile auch Marie Bäumer und den Junior als Geisel. Er beauftragt einen Typen damit, die beiden zu erschießen, der allerdings logischerweise, wie das jeder kaltblütige Gangster machen würde, schießt nur in die Luft, lasst die beiden gehen, verliert dafür im Endeffekt selber sein Leben. Hätte man irgendwie dran denken können. Naja, Hammer und Depp verlaufen sich, was relativ witzig ist, weil dieses Pferd, dem sie quasi folgen, fällt dann irgendwann einmal einfach tot um und das ist, wo sie dann so ganz verlassen in der einsamen Wüste stehen, ist auch relativ witzig, bis halt zu dem Moment, wo dann Armie Hammer plötzlich von einem Pfeil angeschossen wird und sie quasi weit und breit niemanden sehen, der diesen Pfeil abgefeuert hat. Ganz ehrlich, das ist ein Pfeil und keine Langstreckenrakete. Irgendwas muss ja da in der Nähe sein. Stattdessen sind sie in der nächsten Szene in der Stadt der Comanchen. Ach ja, gelandet und dort wird Armie Hammer von Johnny Depp verarztet. Tonto übrigens ist aber bei den Comanchen in Wirklichkeit gar nicht mehr willkommen, wegen etwas, das er als Kind gemacht hat. Da hat er nämlich den Weißen einen Silbervorrat bei einem Fluss gezeigt und daraufhin sind die Weißen gekommen, haben ein komplettes Indianerdorf ausgerottet und dann das Silber abgebaut, was ja definitiv ganz dringend notwendig war, weil nachdem die Indianer dieses Silber bis jetzt noch nicht abgebaut und verwendet haben, hätten sie es genau eine Minute später dann wahrscheinlich auch nicht gemacht. Und obwohl Johnny Depps Charakter natürlich genau neben diesen Weißen war und ihnen alles gezeigt hat, haben sie ihn als einzigen am Leben gelassen. Manchmal ist es vielleicht doch besser, die Backstory von gewissen Charakteren nicht zu erklären. Oder wenn man es tut, kleines Geheimnisfilm, dass man sich vorher was überlegt, was Sinn macht. Naja, auf jeden Fall werden Depp und Hammer bis zum Genick eingegraben und dann zurückgelassen. Aber nicht einmal gefesselt. Ich meine ganz ehrlich, das hat Sabata besser hinbekommen. Naja, auf jeden Fall
sollte es doch für sie irgendwie möglich sein, da rauszukommen. Für Ryan Reynolds war es in Buried auf jeden Fall schwieriger. Plötzlich tauchen dann natürlich Skorpione auf, Armie Hammers Pferd allerdings auch und schlägt die Skorpione von seinem Hals. Seit wann essen Pferde Skorpione? Und seit wann haben Skorpione keine riesigen Stacheln mehr mit Gift drinnen, die sie diesen Pferden dann einfach ganz gepflegt in die Zunge hauen würden, dass die Pferde dann irgendwann einmal doch zwischen zwei Semmelhälften enden? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall wird Hammer befreit, setzt sich auf sein Pferd, reitet weg. Johnny Depp meint quasi, es ist ein guter Tag zu sterben. Hör denn nicht auf mit diesen Stirb langsam 5 References, ich will nicht mehr. Ah, das ist der zweite Film innerhalb von 3 Tagen. Ich schaff's nicht mehr. Ich will den Film einfach nur vergessen und dauern. Es ist ein guter Tag zu sterben. Nein! Es ist ein... Gut, wenn ich jetzt sage, es ist ein miserabler Film, dann passt das eigentlich, würde ich sagen, perfekt zu Red Dawn und Lone Ranger. Bitte, vergleicht euch nur gegenseitig. Macht es mir zumindest dann leichter, meine Liste der Worst 10 des Jahres zusammenzustellen. Hammer will auf jeden Fall wegreiten und Toronto zurücklassen. Warum? Ist mir dann nicht ganz so klar, zumindest kommt er dann später irgendwann einmal drauf. Ich bin jetzt ein paar hundert Meter weit geritten und dann eigentlich erst drauf gekommen, dass ich gar nicht weiß, wo ich eigentlich hin muss. Deswegen komme ich zurück und befreie Johnny Depp dann doch, weil der wird sich natürlich sehr freuen, wenn er quasi mitbekommt, dass ich ihn grundsätzlich schon sehr gerne einfach so zurückgelassen und verrecken hätte lassen. Aber leider hänge ich dann doch irgendwie von ihm ab. Ich weiß ganz ehrlich nicht mehr, Johnny Depps Charakter in dem Film ist weder der netteste noch der am besten gespielteste, muss man leider sagen. Aber sowas Schlechtes, dass man eben zum Sterben zurückgelassen werden vergönnt, hat er dann eigentlich bis jetzt auch noch nicht. Auf jeden Fall gehen sie dann in eine Höhle, die sie hoffentlich ans Set von My Bloody Valentine bringt, weil dann würde in dem verdammten Film endlich mal wieder was passieren. Nein, es kommt einfach nur Jürgen von der Lippe an, schickt dann zuerst einen und dann zwei von seinen Leuten rein, nicht mal, dass man irgendwie alle gleichzeitig hineinbefördern könnte, damit sie ansatzweise eine Chance haben und er tatsächlich erreicht, was er will. So können die beiden natürlich die Gegner ganz einfach besiegen, können dann irgendeine Dynamitstange in einen Wagen legen, schicken den Wagen nach draußen, draußen ballern sie natürlich auf den Wagen, der fliegt in die Luft, aber zum Schluss will dann irgendwie Johnny Depp Jürgen von der Lippe töten, aber Armie Hammer schlägt ihn nieder und nimmt dann Jürgen gefangen, weil er ja dann doch irgendwie der rechte, amputierte Arm des Gesetzes ist. Ich weiß es nicht. Er liefert ihn auf jeden Fall dann genau an die Leute in einen Zug aus, die ihn eigentlich haben wollten. Woher er natürlich weiß, wo die mit dem Zug gerade an der Stelle sind und wie man mit einem Pferd einem Zug nachkommen kann, ist eine gänzlich andere Frage. Außerdem sind das natürlich genau dieselben Leute, die Marie Bäumer und das Kind gefangen genommen haben. Betonung liegt an der Stelle auf Gefangen-Genomen. Armie Hammer findet dann irgendwie raus, dass die Leute, bei denen er jetzt ist, die Leute sind, die vorher Johnny Depps Dorf ausgerottet haben und dass der Chef quasi der Bruder von Butch McMassacre ist. Junior hat dann eine Waffe gefunden, weiß allerdings nicht, wen er erschießen soll. Armie Hammer oder Evil McNasty? Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das jetzt eine wahnsinnig schwierige Entscheidung ist. Nein, Marie Bäumer kommt rein und sagt, nein, lass die Waffe fallen, du darfst nicht. Warum? Nein, ganz im Ernst, ich hätte gerne irgendwie von dem Film jetzt eine Erklärung. Warum? Wir haben jemanden, der eine Waffe in die Hand hat. Ja, der hat vielleicht nachher so ein, zwei gebrochene Finger, aber trotzdem, wir könnten möglicherweise unser Leben retten in dieser Situation. So brauchen wir dann natürlich noch eine ganz lange ausgedehnte Szene, wo dann der Zug zum Stehen kommt und natürlich mit der Ironie, dass der gefangene Love Interest Marie Bäumer in einem Waggon steht, wo draußen Liberty steht. Ach ja, das wäre ja fast so, wie wenn es einen Film gibt, der Pursuit of Happiness heißt und in Wirklichkeit ein emotionales Drama ist. Das kann es irgendwie auch nicht sein. Auf jeden Fall,
bereiten die Bösen ein Erschießungskommando für MC Hammer vor. Warum sie ihn eigentlich nicht gleich erschießen, ist eine andere Frage. Das würde irgendwie schneller gehen, wäre unkomplizierter und außerdem könnte dann nicht einfach Toronto plötzlich auftauchen, den Zug lahmlegen und MC Hammer befreien. Plötzlich startet dann bei den McNasties ein Pfeilhagel, weil Gandalfs Armee reitet ein, spät wie immer. Die Bösen packen das erste MG frisch vom Set von Django aus, mähen sie quasi nieder. Hammer und Depp können dann durch einen Gang flüchten, als ihnen ein Böser eine Stange Dynamit nachwirft und die natürlich einen Feuerball durch diesen ganzen Gang schickt, so dass McHammer und Johnny Depp natürlich genau in der allerletzten Sekunde irgendwo aus einer Anhöhe springen können und natürlich unterirdisch in einen See landen, damit sie sich nicht das Steißbein auseinanderhauen. Und ganz ehrlich, ich würde jetzt an der Stelle irgendwie gerne eine Reference machen zu Leuten, die aus einer Höhle springen und dann zufälligerweise im Wasser landen, aber die Szene ist ungefähr 500 Millionen Mal verwendet und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Vielleicht nehmen wir das Vermächtnis der Tempelritter. Dort war es ungefähr ähnlich lächerlich. Hammer und Depp wollen dann irgendwie eine Eisenbahnbrücke sabotieren, zünden eine Zündschnur, laufen weg und nichts. Das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist, dass so ein Zeichentrick-Maxl bei ihnen vorbeikommt und sagt, there was supposed to be an earth-shattering Kaboom! Naja, der Bösewicht macht sich dann selbst zum Chef der Eisenbahnfirma. Helena Bonham Carter taucht wieder auf und hat ein künstliches Bein mit einer Waffe drin. Sicher keine Idee, die irgendwo aus Planet Terror geklaut werden konnte. Lass mir das, Stronzo klaut dann den Zug zu einer Musik, bei der Malcolm McDowell immer ganz wuschig wird. Nein, wir hören jetzt die Wilhelm Tell Ouvertüre. Ein Musikstück, das schlanke 12 Minuten lang geht. Ganz ehrlich, Finn, du hättest für dein Finale auch nicht alles nehmen können. Ich bin an der Stelle nur froh, dass sie sich nicht für Echoes von Pink Floyd entschieden haben, weil das ja nochmal 10 Minuten länger. Warum man allerdings natürlich von der Wilhelm Tell Ouvertüre dann nicht das Ganze genommen hat, sondern quasi nur das Finale, nur die letzten 4 Minuten und die dafür wie in einem Leierkasten immer wiederholt. Die ersten 3 Minuten ist es vielleicht ganz nett, aber irgendwann einmal nach 10 Minuten wird das Ganze irgendwie einschläfern. Vor allem, wenn es dann in dieser großartigen Action-Szene noch ein paar, wie könnte man sagen, Problemchen gibt, neben denen Fast and Furious 6 dasteht wie Citizen Kane. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alle Schwierigkeiten sind, die die Szene haben. Das sind nur alle, die ich in der Geschwindigkeit mittippen konnte. Wir haben zum Beispiel die eine Szene, wo Marie Bäumer von einem Zug geschleudert wird und auf einem Pferd landet. Nicht nur, dass das Pferd perfekt positioniert ist und in exakt derselben Geschwindigkeit wie der Zug reitet. Nein, sie kann natürlich auch perfekt im Sattel landen, ohne dabei sich oder dem Pferd irgendetwas zu brechen. Das Ganze macht gar keinen Sinn. Nächstes Thema. Wir haben Johnny Depp, der eine Leiter mit einem Hebeleffekt belegt und sich dadurch von Zug zu Zug fortbewegt. Grundsätzlich durchaus möglich, allerdings mit der Kleinigkeit, dass man vielleicht vergessen hat, dass es bei der Szene auch sowas wie Gegenwind gibt, was dann seine Theorie vielleicht irgendwie wieder ein bisschen an Absurdum führen würde. Außerdem springt Johnny Depp in der Szene 20 Meter tiefer auf einen anderen, natürlich wieder exakt in derselben Geschwindigkeit fahrenden Zug und landet auf purem Silber. Silber ist ein Metall. Metall heißt Popo-Autsch, wenn man drauf landet. Und in dem Fall möglicherweise nicht nur Popo-Autsch, sondern Wirbelsäule-Knack, Genick-Knack, Kopf-Knack, Johnny Depp weg. Ich weiß es nicht. Außerdem hat Johnny Depp dem Junior vor einiger Zeit eine Kugel gegeben, die er dann aus dem fahrenden Zug zu MC Hammer schleudert, der sie auf seinem Pferd natürlich auffängt und dann damit auf den Bösewicht schießen kann. Irgendwie reicht mir das auch schon fast für eine Szene, vor allem während dem ganzen schnell geschnittenen Action-Kauderwelsch, wogegen The Wolverine wirklich noch die logischere Zugszene war, hören wir da eben immer noch drum, 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 drum. Zum Schluss explodiert dann natürlich die Brücke, trotzdem der Bösewicht fällt mitsamt dem ganzen Silber nach unten und das quasi genau im richtigen Moment, weil die Musik mir langsam wirklich anfangen, echt auf den Senkel zu gehen. MC Hammer bekommt natürlich einen Dank vom echten Eisenbahnchef, bekommt dafür etwas überreicht, aber nachdem er das Teil aufmacht, ist natürlich wieder nur Johnny Depp Sand drinnen. Wie der das geschafft hat, das auszutauschen, ist eine komplett andere Frage. Auf jeden Fall ist das für MC Hammer der Beweis, dass er weiter als unbestellter Arm des Gesetzes durch das Land reiten muss. Depp und Hammer finden sich wieder, weil Depp überall Sand gestreut hat und MC Hammer offensichtlich mittlerweile zwischen den Szenen auch gelernt hat, Spuren zu lesen. Der Film endet dann mit einem Hasen, der einen Skorpion frisst, was
ungefähr so notwendig war wie die Erdmännchen-Szene am Anfang von Indiana Jones 4 und was mir einfach nur nach wie vor zeigt, dass die Macher von dem Film weder wissen, was Pferde, noch was Hasen fressen, noch wie Skorpione funktioniert, noch wie man einen Film dreht, so dass er nicht unerträglich langweilig ist. Ganz ehrlich, The Lone Ranger ist für mich das perfekte Beispiel dafür, was aktuell an Hollywood falsch rennt. Ja, ich weiß, Filme werden immer teurer. Ja, man muss diese 215 Millionen Dollar, die in den Film investiert werden, irgendwie wieder zurückbekommen. Aber ist es wirklich notwendig, den Zuschauern noch ein paar extra Cent fürs Kinoticket aus der Tasche zu ziehen, damit man den Film ja auf Überlänge produzieren kann? Und bitte, bitte versucht nicht mehr ansatzweise einzureden, dass The Lone Ranger eine Story hat, die nicht nur eine Laufzeit von 150 Minuten rechtfertigt und tragen kann, sondern die sie außerdem braucht. Lone Ranger wäre eigentlich ein cooler 90 Minuten Actionfilm mit einer Zugszene am Anfang und am Ende, die durchaus eine Viertelstunde lang und ausgedehnt sein können, aber der ganze Part dazwischen muss und eigentlich darf nicht so lang sein, wie es war. Weil damit steht sich der Film meiner Meinung nach einfach nur selbst im Weg. Ist langsam, ist dröge, ist langweilig und ich verstehe es einfach nicht, wieso aktuell so viele Filmemacher auf dem Zug aufgesprungen sind, ihre Filme so lang zu produzieren, damit sie das Publikum auch ja langweilen können. Ich weiß es nicht, auf jeden Fall bin ich mittlerweile nur froh, dass ich The Lone Ranger hinter mir habe. The Lone Ranger ist für mich definitiv einer der größten Reinfälle des Kinojahrs 2013. Johnny Depp ist zwar relativ cool anzusehen, wenn man bedenkt, dass seine Performance ungefähr halb so lustig und halb so interessant ist, wie die von Jack Sparrow, dass er grundsätzlich zum wahrscheinlich 8. Mal mehr oder weniger denselben Charakter spielt und dass das Ganze ohne der Regie von Tim Burton einfach teilweise nur mehr ausgelutscht und nach 0815 rüberkommt. Irgendwie Innovation zu erwarten von dem Film ist dann doch sehr viel verlangt, vor allem weil Armie Hammer neben Johnny Depp relativ gesichtslos und nicht wirklich gut dastehen kann und finde ich jetzt auch nicht wirklich über die schauspielerischen Qualitäten verfügt, die es braucht, um einen Film zu tragen. Sollte definitiv Johnny Depp sein. Da steht sich der Film allerdings meiner Meinung nach mit seiner extremen Laufzeit von 150 Minuten selbst im Weg. Wäre der Film knapp eine Stunde kürzer gewesen, hätte man möglicherweise über die einzigen Sachen, die witzig waren, von Tonto noch lachen können. So allerdings sitzt man die meiste Zeit dann schon nur mehr so im Kino und kriegt es wahrscheinlich gar nicht mal mehr mit, wenn irgendwas ansatzweise halblustiges in dem Film passieren sollte. Die Action-Szenen sind, wie wir es von Hollywood gewohnt sind, übertrieben, laut, dramatisch und unglaubwürdig, aber zumindest trotzdem ansatzweise sehenswert. Meiner Meinung nach allerdings trotzdem auf keinen Fall sehenswert genug, um den Rest des Films durchzudrücken. The Lone Ranger ist für mich einer der langweiligsten und uninteressantesten Filme, die ich 2013 gesehen habe und damit leider einer, den ich zwar gerne empfohlen hätte, weil ich grundsätzlich gerne auf 0815 Hollywood Bombast Kino für zwischendurch auch stehe, aber es einfach nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, irgendjemandem zu sagen, yeah, schau dir den Film an, er wird dir wahrscheinlich ähnlich nicht gefallen wie mir.